Schön, dass du da bist, lieber Skorpion. Das keltische Kreuz für dich. Das ist jetzt ein Traum in Sachen Liebe. Ich freue mich sehr drauf. Für die nächsten 2, 3 Wochen. Gut. Dann legen wir los, gell? Beachte auch den Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen, lieber Skorpion. Gell? Gut. Skorpion, nächsten 2, 3 Wochen. Die Liebe lebe. Beachte, das ist eine kollektive Legung, es ist jetzt keine persönliche Kartenlegung, gell, lieber Skorpion. Das sind sehr interessante Karten. Homepage, als auch den Link zur tiefer und weiterführenden Fortsetzung findest du in der sogenannten Infobox unter diesem Video. Einfach auf Mehr klicken und dann öffnet sich die Infobox mit den entsprechenden Links. Was ich in der Fortsetzung mir anschaue, das ergibt sich aus der Legung. So, ich schaue einfach mal, in welcher aktuellen Situation du dich gerade befindest, damit du siehst, ob du mit dabei bist. Sehr interessant. Es ist so, lieber Skorpion, dass du überlegst. Und da spüre die 7 der Münzen wirkliches Überlegen. Schau dir mal die Karten an, wie die da wirklich so macht. Du überlegst, ob du etwas Vergangenes, etwas, was schon also beendet wurde, entweder von dir oder von deinem Gegenüber, sprich übrigens aus der Sicht einer Frau, wenn du der Mann bist, da das entsprechend um. Also, ob du das wiederbeleben sollst. Das überlegst du. Ob das gescheit war. Der entsprechende Mann liegt auch da, als König der Schwerter, das ist der Ex. Ja, der dir da im Kopf herumschwirrt. Ja. In der jüngsten Vergangenheit war es so, dass etwas sehr Beständiges zerbrochen ist oder in den Mangel ging, ja, für dich. Also hat sich was aufgelöst. Das muss jetzt nicht
solide Partnerschaft sein, ja, um die es da geht. Es kann auch ein Kennenlernen sein. Es ist einfach jemand, den du kennst. Und wo schon wirklich eine solide Vergangenheit besteht. Also ihr kennt euch schon länger, ja, wann du da resonierst. Das ist da. So. Dass das dann nicht rauscht. Es schaut aber so aus, weißt du, lieber Skorpion, dass es da schon darum geht, dass das eine sehr, sehr hohe Beständigkeit hatte, die 10 der Münzen. Also für viele Skorpione war es wirklich eine eheähnliche Beziehung, wirklich, wo ihr euch echt lang, lang gekannt habt oder kennt. Und es geht darum, es arbeitet in deinem Energiesystem, dass du die da emotional rauslöst, ja. Mit den 8 der Kelchen, ja. Es ist also noch nicht komplett vollzogen. Und auf der anderen Seite denkst du dir, ist es gescheiter, sie da abzulösen? Oder vielleicht doch das Alte nochmal neu zu beleben? Sehr, sehr spezielle Energie, lieber Skorpion. Und du bist in einer Situation, so siehst du dich, dass du eine Wahl treffen solltest, musst. Weißt du, was muss man schon? Aber so siehst du dich, so siehst du deine Situation. Ass der Schwerter. Du sagst, okay, da muss jetzt mal eine Richtung her, ja. Wenn du sagst, ja, da sehe ich mich wieder, da finde ich mich wieder in meiner Situation, dann bleib gern dran. Deine Befürchtung, beziehungsweise Angst, ist eine Sekunde, ich möchte das gern vertiefen. Es ist eine Befürchtung. Oder, ja, ich sag mal, was da liegt. Dass du da mit dem Feuer spielen könntest, dass du in Teufels Küche kommen könntest. Der Teufel, ja. Durch dieses Abwägen, dir Zeit lassen, die Mäßigkeit liegt da, in dieser besagten Situation, ehemaligen Verbindung, wo du eben dir denkst, okay, war jetzt gescheit, das wieder aufleben zu lassen, ja. Bist da mal wieder in Hierophant mit der dauerhaften Beziehung oder was, wo du dich echt schon länger kennst und auch eine starke Verbindung herrscht, ja. Ist eine Befürchtung, ja. Was kommt denn von außen auf dich zu, lieber Skorpion? Eine Entscheidungssituation. Es ist jemand, den du bereits auch hier kennst, vielleicht ist es derselbe Mann. Es ist jemand, der dich beobachtet, der aber
kalte Füße hat, auf dich zuzugehen. Ein Stratege, die 7 der Schwerter. Jemand, der noch Gefühle für dich hat oder der Gefühle für dich hat. Der König der Kelche. Es ist jemand mit dem, was beendet wurde. Der Gefühle für dich hat, der noch Gefühle für dich hat und der selbst innerlich hin und her überlegt, aber nicht eher überlegt, sondern mit den Liebenden eher hin und her spürt. Was er da tun soll. Und in der Zwischenzeit beobachtet er dich mal. Diesen Kandidaten, den schauen wir auf alle Fälle mal näher an in der Fortsetzung. Den lege ich mir da gleich her. Es kann sein, dass das derselbe Mann ist, ja, um den es da geht. Und von der Tendenz, nächsten 2-3 Wochen habe ich was ganz Tolles für die liegen. Einen Verehrer, der auf dich zukommt. Der Ritter der Kelche, wunderbar, der dich wirklich im Herzen berührt, erreicht. Eine sehr liebevolle Stimmung. Und den Pagen, der Stäbe, ich vertiefe das noch, bevor ich in die Fortsetzung gehe, weil den schaue ich mir natürlich auch näher an, lieber Skorpion. Also diese zwei Herren, das sind zwei Herren, kommt jemand auf dich zu, aber sehr, sehr liebevoll. Ich muss schmunzeln. Das ist jemand Neuer. Den kennst du noch nicht, lieber Skorpion. Und ich muss aus dem Grund schmunzeln, weil das so eine schöne Energie ist, so eine liebevolle Energie und so eine frische, junge Energie, lieber Skorpion. Eine komplett neue. Der Tod und die Sonne, also da, wo wirklich die Sonne strahlt. Eine sehr freudvolle Energie, wo das Alte auch verblassen kann. Und tja, entweder siehst du diese Möglichkeit gar nicht, ich hoffe, man sieht das so, mit den 4er Kelchen, fast wo du so, du schaust so weg von dieser Möglichkeit, ja, von diesem Ritter der Kelche. Und er hat schlaflose Nächte, deswegen. Es ist jemand, der bereit ist oder der eine Partnerschaft aufbauen möchte, der bereit ist, eine Partnerschaft zu führen, die 3 der Münzen. Sehr, sehr schön. Ich meine, 2-3 Wochen von der Tendenz ist sehr kurz. Ich schaue mir jetzt auf alle Fälle in der Fortsetzung an, also denjenigen, der dich da beobachtet, das scheint mir wirklich der zu sein, wo du überlegst, solltest du das wiederbeleben, dieses Alte, dieses Vergangene, dem nicht doch nur eine Chance zu geben und dann haben wir da jemand komplett Neuen, lieber Skorpion. Ist sehr interessant, wo es sein kann, dass du diese Möglichkeit gar nicht so wahrnimmst oder siehst. Schauen wir gleich an. Gut, lieber Skorpion. Vielleicht sehen wir uns ja gleich in der Fortsetzung. Ansonsten wünsche ich dir nur das Allerbeste. Pass gut auf dich auf und viel, viel Segen für dich. Bis bald, Stella.